Hallo ihr Lieben, hier ist Johanna Jülich und weil ich früher oft sehr, sehr, sehr oft sogar schlecht drauf war oder sogar richtig scheiße drauf war und das so viel besser und schöner und fröhlicher für mich ist, seit ich Access Consciousness und die Bars kennengelernt habe, ja, habe ich mir gedacht, ich möchte einfach auch mehr Lebensfreude in der Welt verbreiten. Und egal, ob jetzt jemand Access für sich wählt oder die Bars für sich wählt oder auch nicht, jeder hat ja so seine eigenen Strategien, wie man sich, wenn man gerade nicht so gut drauf ist, vielleicht wieder dazu bringt, etwas besser drauf zu sein. Und ich möchte daher gerne hier aus meiner Facebook-Gruppe das womöglich irrwitzigste Projekt für mehr Lebensfreude auf der Welt eine Challenge starten, und zwar, wie cool wäre es, wenn jeder von euch, der dieses Video sieht, einfach dieser Gruppe beitritt, wenn er nicht eh schon Mitglied ist, und uns dort in einem kleinen Video oder einem Text oder mit einem Bild einfach teilhaben lässt, was macht ihr denn, wenn ihr nicht so gut drauf seid, um wieder gut drauf zu kommen. Und was ich sehr gerne mache, ich habe ein klares Commitment, dass ich mein Leben fröhlich leben will. Und wenn ich morgens aufwache und bin nicht so gut drauf und setze mich dann an den Rechner zum Arbeiten, dann trinke ich immer eine Kanne Tee dazu. Und wenn ich nicht so gut drauf bin, trinke ich den Tee immer aus dieser Tasse hier, die mich wunderbar daran erinnert, wie ich mein Leben wirklich leben will. Ja, und was sind deine Strategien, um aus einer schlechten Stimmung wieder in eine gute Stimmung zu kommen? Ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Leute ihre Strategien mit uns teilen wollen, wie man wieder besser drauf kommen kann und sich dann ganz schöner Fundus in der Gruppe einfach, ja, wenn da einfach ganz viele tolle Ideen zusammenkommen, weil jeder hat andere Ideen und wie sehr würde das den anderen in der Gruppe beitragen, einfach wenn man mal nicht gut drauf ist, da reingucken zu können und zu sehen, hey, was gibt es alles für Möglichkeiten, wie ich wieder besser drauf kommen kann. In diesem Sinne, ja, wünsche ich euch viel Spaß und ganz, ganz viel Beitrag für mehr Lebensfreude in der Welt. Ich danke euch, eure Johanna Jülich. Ciao!